Ey! Ein neues Video. Ja, ich dachte mir, so ein Faktenvideo. Ja, und dann dachte ich mir so, Minecraft hat doch viele, viele Fakten. Und dann habe ich recherchiert und selbst noch nachgedacht, all diese Dinge. Und habe dann 20 Fakten über Minecraft für euch rausgesucht. Starten wir mal. Ich werde auch irgendwie noch mit an Minecraft das nochmal so selber nachprüfen, ob das klappt, und schneide das dann hier auch ins Video. So, Hallöchen. Also, ich werde jetzt hier nebenbei immer wieder das testen, was ich da rausgefunden habe. Und dafür starte ich eine ganz neue Minecraft-Welt. Also, Fakt 1. Wenn man auf einen TNT-Block einen Amboss stellt und diesen dann anmacht, dann zerstört der TNT-Block keine Blöcke um ihn herum. Der Amboss fällt dann einfach in den TNT-Block. Keine Ahnung. Wenn man ein Schaf mit einem Nametag Jeb unterstrich nennt, dann wechselt er die Farbe, und zwar nicht nur in eine, sondern durchgehend in allen möglichen Disco-Farben. Fakt 3. Wenn man einen NPC Dinnerborn nennt, dann ist er auf dem Kopf. Das funktioniert sowohl mit Tieren, als auch mit Dorfbewohnern, als auch mit Gegnern, also Monstern. Es funktioniert wohl mit allem. Gut. Das hat schon mal geklappt. Nehmen wir das Dinnerbaum. Warte. Cobblestone war der erste Block in Minecraft. Fakt 5. Ab einer Ebene von 460 bis 465 fängt der Regen an, zu Schnee zu werden. Wie auch, ne? Im echten Leben. Ist halt kalt da oben, ne? Ja. Seht ihr, hier ist Regen und Schnee. Fakt 6. Wenn eine Katze auf einer Kiste sitzt, kann man sie nicht öffnen. Nur mit. Komm wieder hier drauf. Ja. Fakt 7. Viele wissen ja, dass man im Nether nicht schlafen kann und dass die Betten dann explodieren. Das ist übrigens auch so im End, also da, wo der Ender Dragon ist. Man weiß ja, dass wenn man mit einer Schüssel, Pix, könntest du, wenn man mit einer Schüssel zu einer Pilzkuh geht, dass man halt Pilze bekommt. Aber wusstet ihr auch, dass man mit einer Schere an eine Pilzkuh gehen kann und sie zu Sacken schneiden kann oder scheren? Und sie dann wieder zur normalen Kuh wird. Und dabei droppt sie übrigens dann noch ein paar Pilze. Fakt neu. Im Pilzbiom spawnen nachts keine Monster. Das heißt, man wäre da free from everything. Fakt 10. Die Uhr spinnt im Nether. Sie dreht sich die ganze Zeit hin und her, weil es da ja kein Tag und kein Nacht gibt. Fakt 11. Wenn man F3 und B drückt, entstehen die visuellen Kästen um die NPCs herum. Fakt 12. Wenn man einen Kuchen platziert auf einem Block und den Block darunter kaputt macht, dann geht der Kuchen auch kaputt.
Fakt 13. Items springen auf Steinstufentreppen, also die unteren. Das klappt wohl nicht. Fakt 14. Innerhalb eines Schneemanns sieht man das wahre Schneemann-Gesicht. Außerhalb sieht man ja meistens nur diesen Kürbiskopf. Aber wenn man so in ihn hereinsneakt, sieht man dieses Kürbiskopf. Da. Fakt 15 ist, dass man mit den Schneebällen ja werfen kann und man macht eigentlich keinen Schaden. Dem Ender Dragon und Loren macht man aber Schaden. Fakt 16. Ein gezähmter Hund würde seinen Besitzer nicht mehr angreifen, selbst wenn du ihn mit einem Schwert in den Kopf hämmerst und schlägst. Er würde dich nicht angreifen. Fakt 17 ist, dass Endermen nicht gerne nass werden. Darum geht es einerseits um den Regen, andererseits auch um normales Wasser wie Flüsse, Meer, Seen, Pigs oder dergleichen. Und sie wollen nicht getroffen werden von Pfeilen oder Schneebällen. Dementsprechend potten sie immer weg. Gerade wenn es regnet, das ist ganz lustig, weil die Enderman immer so. Fakt 18 ist, ein Ghast kann kein Cobblestone zerstören. Man könnte sich also im Nether eine Base bauen aus Cobblestone und ein Ghast könnte es nicht kaputt machen. Okay. Fakt 19. Wenn du kurz bevor du stirbst eine Enderperle wirfst, dann stirbst und respawnst, landest du da, wo deine Enderpearl hinflog. Das könnte man eventuell nutzen, wenn man sieht, okay, scheiße, ich sterbe jetzt, werfe eine Enderperle und dann werde ich direkt nach dem Tod wieder reingespawnt, um die Items wieder einzusammeln. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Gut, das klappt scheinbar auch nicht. Und Fakt 20 ist, Minecraft sollte eigentlich mal Cave Game heißen. Das war der ursprüngliche Name, es ist aber Minecraft geworden. Ja, das waren 20 relativ kurze Fakten über Minecraft. Jo, ich hoffe, ihr hattet irgendwie, konntet irgendwas Neues lernen dabei. Keine Ahnung, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn mein Internet funktioniert, 19 Uhr live von Twitch, Twitter, Instagram bin ich auch dabei. Ja.